Hallöchen, der Pido aus dem Schnitt ganz kurz. Bevor es wieder losgeht, möchte ich euch eine kleine Rätselaufgabe hier geben. In dem Video ist ein Fehler in dem, was ich sage oder was ich mache. Ihr könnt das mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es findet. Viel Spaß bei der Suche und ich bin gespannt, wer es findet. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren magischen Folge auf diesem Kanal. Beim letzten Mal haben wir bei diesem komischen Event hier mitgemacht von den ganzen kopflosen Geistern. Bisschen Kürbisse durchsucht, weiß ich nicht. Ja, eigentlich wollten wir direkt weitermachen mit der Story, aber ich muss noch den Entwaffnungszauber lernen. Dafür gibt es wahrscheinlich irgendeine kleine Quest oder so, keine Ahnung. Muss ich gleich mal nachgucken. Aber wenn ihr ein bisschen Zeit habt, könnt ihr gern ein Abo und ein Like da lassen auf dem Video oder auf meinem Kanal. Es kostet euch nur ein paar Sekunden und unterstützt mich mega. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich genau machen muss. Ich muss noch den Auftrag stecken. Ich muss Expelliarmus lernen. Expelliarmus ist entgehe erfolgreich gegnerische Angriffe per Ausweichrolle, wirke Incendio auf Gegner. Ja, muss ich jetzt Gegner finden. Und ich, ja, keine Ahnung. Ich würde mal schätzen. Da ist dieser verbotene Wald, da brauche ich ja das. Also würde ich einfach gucken, im verbotenen Wald nach ein paar Gegnern. Ein bisschen rumrollen, ein bisschen Expelliarmus, maybe, wenn ich das gelesen hatte, zu benutzen. Ja, so ungefähr. Und na dann, rein, Leute. Können wir auch gleich ein bisschen looten, wenn man schon die ganzen Pilze hier hat. So, ich sehe schon etwas Rotes auf der Karte. Incendio war es, cool. Am besten würde ich gerne darüber gehen, sag ich dir ehrlich. Das sieht hier ein bisschen vielversprechend aus. Weil das ist Level 9. Und er macht auch Damage, wie ich sehe. Aber wir müssen ja hier die Sachen. Klappt ja ganz gut, die Quest bei ihm. Ups, ich hab da. Ich hab den falschen Dings drauf. Oh Gott. Er kann auch nicht fliegen. Oh doch, so ein bisschen. Aua. Ich muss gleich ein bisschen auf meinen Kopf achten, dass ich hier nicht so viel verbrauche. Weil gerade so Incendio ist so ein. Wo hab ich denn angeschossen? Ja, keine Ahnung. Das Ding ist halt schon echt mächtig gewesen. Jetzt können wir auch die anderen Typen da besiegen. Den Straßenköter? Nee, da war da irgendein Zauberer. Ich hab Zauberschwäche gesehen. Ach da. Oh fuck. Wilderer. Wo ist der Wolf jetzt? Soll ich den Wolf one-tappen? Ich glaube nicht. Ich nerv ihn einfach nur ein bisschen. Naja, ich habe nicht One-Tappen gesagt, aber was ist das denn? Incendio macht richtig viel Damage. Und da oben ist sogar ein Lager, oder? Da ist ein Ultra-Typ. Ich will die Quest abschließen. Halt, ach, halt, zwei Gegner in der Luft. Ich bin ein Mensch, bist du blöd? Bist du ein Koboldstein? Alten Doppelzauber eingesetzt. Der sieht auch noch relativ mächtig aus. Deswegen wird auch ein bisschen so gespammt. Ja, ja, ja. Das ist einfach viel zu leicht, der geht, wenn du ein bisschen Dings um mich rum hast. Ein paar Objekte. Was gibt's hier so? Nur Münzen. Nach ich mal Holz. Was? Warum gibt's da ein Holzding? Hallo? Ich muss echt Dings auf die andere legen. Und ich darf nicht, während was über meinen Kopf hockt, einen normalen Zauber wirken. Keine Ahnung, ich bin Schüler in Hogwarts.
Ins Handy. So. Ich habe ja schon gelesen, wir können jetzt runter ins Dings, in den magischen Grenzen was lernen. Aber hier ist noch erst eine Kiste. Die ich wohl noch nicht gelootet habe. Ja, da. Ich bin einfach noch ein bisschen blind gewesen. Was ist das denn? Aber hier ist auch eine Höhle, also. Da will ich schon gerne mal rein. Ah, hier ist noch ein bisschen Material. Das ist ein Stein, ich bin. Ah, was ist das hier? Untersuchen. Aber hier ist Stachel, Digga. Was ist das denn hier? Kann ich auch hier runter? Tauchen. Ach, so betritt man Höhlen im Game. Sehr krass. So. Digga, ist direkt eine geile Chest. Wo war ich ja nicht wieder so ein Ding aus? So eine, ach, Digga, irgendwas Grünes. Was ist das denn? Ich kann es nicht mehr benutzen. Die Brille ist auch echt hässlich. Guckt euch das mal, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer, was ist das denn? Ich kann es ja keinem ernst nehmen. Also wirklich, das ist ja lächerlich. Na gut, Leute. Dann müssen wir jetzt wieder zu dem in Hogwarts zurück. Zu den zur Verteidigung der dunklen Künste. Da sehen wir uns gleich. Professor, sagen Sie, haben Sie Hogwarts besucht? Ja, ich bin stolzes Mitglied des Hauses Ravenclaw. Warum fragen Sie? Ich wüsste gern, wie sich Hogwarts in den Jahren verändert hat. Ich weiß ziemlich mehr als Leben. Wie Sie sicher schon vermutet haben, steckt das Schloss voller Überraschungen. Ich wage zu behaupten, dass sich hier mehr bewegt als die Treppen. Was die Schüler angeht, nun, sie scheinen jedes Jahr fähiger zu werden. Danke. Obwohl, zu meiner Zeit haben wir genauso viel Unfug gemacht wie Sie jetzt. Als Schulsprecherin habe ich bei allen Arten von Streichen weggesehen. Aber auch ich habe einmal einen gewissen Phineas Nigellus Black ermahnt, weil er in der Vorlesung einen Zuckerfederkiel gegessen hat. Ich wusste nicht, dass Sie und Professor Black hier zur selben Zeit Schüler waren. Der Schein kann nun mal trügen. Wissen Sie, ich wurde einmal von der Zeit selbst verwundet. Ich seh's. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es klingt furchtbar. Ja, das war eben das Risiko meiner vorherigen Stelle. Sie haben vielleicht schon gehört, dass ich jahrelang eine Unsägliche im Ministerium war. Eine Unsägliche? Was hat... Wie Sie sich denken können, kann ich nicht darüber sprechen. Es genügt zu sagen, dass die Aufgabe nicht ungefährlich war. Nun, ich hoffe, ich glaube, ich mit Zaubern generell ist nichts ungefährlich. Befriedigen. Das konnten Sie. Danke für Ihre Zeit, Professor. Üben Sie weiter Ihre Handarbeit. Man muss stets auf Unfug gefasst sein. Sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schulhofs. Ja, habe ich ja mitbekommen, die paar Gegner da. Meine nicht vorhandenen Rollkünste. Ich musste die Zeit noch skippen. Ich habe gerade ein bisschen verkackt hier. Aber das Gespräch wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Na gut. Ach, weil es ein Unterricht ist. Ich glaube, sie ist eine gute Lehrerin. Ich sehe nur absolut hässlich aus. Ein paar Privatstunden. Ich hoffe, Hackett. Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen... Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle... Das einfach Gegner umbringen und rollen. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Ja. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Aha. Zaubern erfordert Konzentration. Oh, ich kann es doch aber lernen. Und einen ruhigen Zauberstab. Oh, ist ein roter Zauber. Ist der nicht meistens mit Damage verbunden? So, dann zeig mal her. Was kann der so? Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Oh, guck mal, ein bisschen Feuerwerk in meinen Händen. Ich kann noch ein paar Sachen bei ihr lernen. Na gut.
Dann geht's auf zur Main Mission weiter. Ich will in den Wald. Noch mal ein bisschen mehr. So. Und Abfahrt, Leute. Oh Leute, guck mal, Rehe. Dieser Wald ist so hübsch. Wirklich ist das, wenn es in Real Life so einen Wald geben würde und so. Ja gut, nicht mehr so hier, aber so einen magischen Wald, Digga. Boah. Na gut, dann warten wir mal auf den kopflosen jungen Burschen da. Hier bin ich. Richard Jack Daw ist er. Ja, zwischen meinen Aufnahmetermin ist ein bisschen Platz immer und da ist es. Es überrascht mich nicht. Ich verwundere dich, dass ich meinen Namen vergesse bei mir. Auf der Suche nach Abenteuern im verbotenen Wald, wie es sich für Gryffindors gehört. Schön gesagt. Gryffindor! Jetzt weiter. Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Oh, glaube ich nicht. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Stark. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Wie du denken kannst, habe ich in der Schule nicht ganz so gut aufgepasst. Nehmt euch daran aber kein Beispiel, Leute. Alle in die Schule gehen, passt auf, zieht durch. Ja. Das ist wichtig. Einige Orientierungspunkte. Für euer Leben. Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Ja, schön, dass ich sehen werde. Danke. Warum sind da Totenköpfe? Unglücklicherweise. Einfällt. Warum ist der Kampfgeräusche? Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Diese Kampfmucke ist nicht geil. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib okay. Einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Kampfmucke ist weg, also geht's Adieu. Weiter. Adieu, Richard Jack. Du musst einfach weitermachen. Wir sind überall Totenköpfe, das gefällt mir gar nicht. Ich habe das Gefühl, in Hogwarts wird auch alles vollgeprügelt mit Schildern. Aber das ist der Wasserfall, den er meinte. Der Wasserfall. Du hast Geld. Für einen Dieb ist Jack Daw überraschend verlässlich. Ja, er war aber auch... Was ist hier unten? Oh, Knuddelmuffs. Das ist ja süß. Aber ich will nichts von denen gerade. Hier ist ein geiler See. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Was, Hirsche? Oder, Alter, hast du gesehen? Ach, da hinten. Natürlich, ich renne komplett. Hier ist die Tränke, die er meinte. Was gibt's hier? Was ist das für eine Flugflamme? Genau wie Jack Daw es beschrieben hat. Jack Daws Grab. Intramuros. Boah, guck mal da. Boah, die Eule auch. Digga, wo geht's denn da hin? Ins Äther oder was? Das hier ist nicht gut. Randog wusste, dass du dem führen würdest, was du versteckst. Digga, was soll ich machen? Ich komme hier an. Wir sind alle fett, übergewichtig. Digga, diese. Was sind die denn? Ich hab kein Leben mehr. Mach das, Pilze. Den hab ich auch. Puh, was los? Alter, ich hab auch gar kein Leben mehr. Was kriege ich gegen mich auch ein bisschen? Die Geräusche waren nicht geil. Aber Leute, dieser wunderschöne Ort, da ist sowas zum Looten. Jo, ich hab's gewonnen. Ja, an diesem wunderschönen Ort endet die heutige Folge auch. Und nächste Woche geht es erstmal ins Äther.
Weiß ich nicht, wo es denn geht, in Jektors Grab. Ich keine Ahnung, das hat keine Info, was da drin sein kann. Jo, Leute, ich wünsche euch was. Ein magisches Wochenende. Haut rein. Ciao, ciao.